Das Spiel gegen Lyon wurde zwar verloren, aber wir sind eine Runde weiter. Dank den erzielten Auswärtstoren geht dann als nächstes sehr hammerlos Man City weiter, aber vorher sind noch drei Spiele, wobei zwei machbar sind. Damit könnten wir uns weiter an der Tabellenspitze halten, wenn wir da gewinnen. Ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich doch mal Originaltrikots verwenden sollte. Weil das sieht, wenn ich so oft 3D-Spiele angucke. Dann habe ich mal geguckt, ob das, ob es welche gibt erstmal, habe eine Seite gefunden. Hab mir da die runtergeladen, habe jetzt auch aktuelle Trikots von den Bundesligisten und der zweiten Liga und der dritten Liga. Hab aber lange versucht, wie ich die einbinden kann, sodass ich auch hier im Spiel, im bestehenden Spiel und nicht ein neues Spiel starten muss. Und habe jetzt herausgefunden, dass ich hier auf Trikots gehen muss. Lange war es so, dass da nur diese alten Trikots hier mal waren. Aber wenn man hier auf Benutzer definiert geht, zack, sind da die erstellten Trikots drin. Ich hoffe, das klappt jetzt auch im 3D-Spiel. So, ich wollte nochmal schnell ein paar Gespräche führen. Habe ich lange nicht getan. Günther hat gut trainiert, Kerk hat gut trainiert. Apia auch super trainiert. Alexei ist immer gut dabei beim Training. Singh. Bretlo eh. Vorbild. Rese. Bin stark. Justin Gießen. Einen haben wir noch, nehmen wir Pelé dafür. So, dann nochmal bei den Scouts reingucken. Oh, da können wir was tun. Trainerschulung, da wird erstmal der Maxi Merkel hingeschickt. Und er kann gleich noch ein Probetraining abhalten. Vielleicht entdecken wir da ja irgendwelche Rohdiamanten. Und das Jugendturniersponsoren war auch noch mit 10.000. Bei der Jugend reingucken. Da kann der Jonas weg. Der ist leider zu schlecht. Okay. Datenbank wird aktualisiert, da hat einer sein Trainingsziel erreicht und Benjamin Heskamp, unser talentierter, nicht talentierter, aber sehr spielstarker defensiver Mittelfeldspieler, hat sich leider verletzt, fällt für 2 Wochen aus. Bringt ihn nicht weiter, okay. Dann gucken wir hier mal rein. Aber er hat keine Ausdauer. Na gut, dann empfehlen wir das Trainingsziel. Eben nur wichtige Fähigkeiten. Tun auch noch Stellungsspiel rein. Gut, Spiel gegen Mainz. Ich mache hier nochmal eine Siegprämie rein. Geld haben wir genug. Wir brauchen Punkte. Okay, die Mannschaft bleibt so. Wir haben ja dann jetzt immer eine Woche Pause zwischen den Spielen. Auf geht's gegen Mainz. Ich bin schon ganz gespannt, ob das mit den Trikots jetzt klappt. Unterschätzt die nicht. Ja. Oder ihr werdet jeden Zentimeter. Ihr werdet jeden Zentimeter umrahmen. Heimspiel gegen Mainz. Die Aufstellung. Unser 4-3-3-Variante. Wie treten die Mainzer an? Und da sind die neuen Trikots. Wunderschön. Los geht's. Erster Angriff durch die Mitte, gleich mal gestoppt von den Mainzern, aber Schoppenmauer passt da auf, klaut Muto den Ball, spielt zu Pelé. Der baut von hinten über Kerk auf. Alexei gleich mal zu Griffiths durchgesteckt, der geht an Lemos vorbei. Bungert kann abblocken, aber Pedro Henrique mit der Riesenchance. Ah, da hat Lassel aufgepasst. Klaut den Ball vom Fuß. Und schön den Abstoß abgefangen, Kerk auf Griffiths, aber schade. Córdoba. Demirbay wird versucht, den Ball zu klauen, geht aber vorbei. Demirbay über die Außen. Oscholek kann ihn leider stoppen. Toljan sehr offensiv. Miranchuk auf Griffiths. Griffiths jetzt vorm Tor. Wieder im letzten Moment einer dazwischen. Pelé. Demirbay. Schön Oscholek. Verarscht. Reingespielt. Miranchuk. 1 zu 0 Osnabrück. Da macht er seine rote Karte erstmal wieder Oh, gut. was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Sieht so einfach aus. Ein herrlicher Treffer. Schön. Gut
gut von Günther dazwischen gegangen. Bruno den Ball geklaut. Muto versucht aggressives Pressing. Misslingt aber. Spielen gut nach hinten. Griffiths auf Alexei. Kerk. Schön vorbeigetanzt. Jetzt auf Griffiths. So, aber der steht im Abseits. Uns jetzt zeigen, ob es Abseits war oder nicht. Mensch, Griffiths. Pass doch mal auf. Gut, sehr, sehr gutes Pressing heute der Osnabrücker. Freistoß. Und gelbe Karte. Der Mainzer weiß gar nicht, was los ist. Er war vorbei und dann kommt das Bein raus. Ja, das ist gelb. Kerk mit dem Versuch. Auch in die Mauer, Toljan. Zweite Möglichkeit, dem hierbei mit der Chance und dem 2-0. Osnabrück legt hier gut los. 20. Minute schon 2-0. Das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und seine Freistöße aus dieser Ecke. Gut reingegeben, Schopenhauer. Cordoba fängt den Ball nochmal weg. Nächster Angriff. Griffiths auf Pedro Henrique. Da kommst du ran, Pedro. Hol ihn dir. Die Flanke zurück zu Griffiths. Kopfball. Oh, weit drüber. Das war nix. Kerk. Wir sind heute echt gut. Dem hierbei auf Griffiths. Griffiths mit der Chance zum 3-0. Leigh Griffiths. 34. Tor schon in der Liga. Knackt er doch die 40? Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Cordoba da gut durchgesetzt auf links. Jetzt mal Mainz mit einer Möglichkeit. Pelé im letzten Moment. Cordoba verliert wieder den Ball. Jetzt nochmal eine Chance von Bruno. Und das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Doofes V. Nein, Freistoß. Ach. Schwalbe war's. Puh. Ich habe schon mit Elfmeter gerechnet. Henrique wird da wieder gestopft von Scholleck. Diesmal war es ein Foul. Freistoß für Mainz. Und wieder den Ball verloren. Mainz wird jetzt stärker. Die machen mehr Druck nach vorn. Cordoba zum Glück von Pelé einmal gestoppt. Kriegt den Ball. Aber aufs Tor. Gut, dass Schaboda mit dem Fuß noch drankommt. Erste Ecke. Möglichkeit für Mainz 05. Spielen ihn an die Strafraumkante. Kerk kann da wegköpfen. Henrique erobert den Ball, spielt ihn nach vorn, aber zu weit für Griffiths. Jetzt Lemos. Bringt die Flanke rein. Bruno. Aber Pelé hat aufgepasst. Griffiths auf die Außen zu Pedro Henrique. Der will Kerk ins Spiel bringen, aber der Ball ist nicht zu weit. Kerk kriegt ihn noch. Flanke rein von Kerk. Schade, da hat Lössl doch noch aufgepasst. Wieder den Ball abgefangen. Miranchuk kriegt ihn nicht durch zu Griffiths. Bis auf eine Chance war Mainz eigentlich, ja, harmlos. Da kam nicht viel. Da können wir jetzt mal lustig in der Gegend rumwechseln. Gießen kommt auf jeden Fall rein für Pelé. Er wird geschont. Ja, vorne Griffiths möchte ich eigentlich weiterspielen lassen. Wen könnten wir noch einwechseln? Leistner könnte... Ja, Finn Stark können wir noch reinbringen. Dann noch die Spielergespräche und wir gewinnen das Ding. Gießen und Stark unsere Nachwuchskräfte.
Mainz versucht es wieder über die Außen. Kommen jetzt vors Tor. Gegen die Latte, Córdoba. Und da ist der Anschlusstreffer. Da hat Mainz aber richtig gut losgelegt. Und Osnabrück hinten nicht aufgepasst. Torwart, keine Chance. Unglaubliches Tor, perfekt gemacht. Ja, das Tor sieht erstmal mehr schlecht verteidigt. Mainz weiter im Vorwärtsgang. Gehen wir bei Pedro Henrique. Scheitert an den Außen. Aber der Ball ist zurückerobert worden von Stark. Córdoba. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch abseits. War das jetzt abseits oder nicht? Kerk über links außen. Kommt er vorbei? Er spielt Alexej Michalczuk an. Griffiths mit der Chance. Oh, aber Lössl hält ihn. Schade. Günther. Gießen mit der Flanke für Griffiths. Kommt nicht ran. Córdoba. Muss hinten mithelfen. Fehlt dann jetzt natürlich vorne. Córdoba wieder auf der Seite zu finden. Muto in der Mitte. Gießen klärt. Ja, Michalczuk spielt da zu viel rum. Kerk über die Außen. Leider setzt sich Weiser durch. Ja, vielleicht sollte ich doch Nielsen noch bringen. Kerk hat da gerade Probleme mit Weiser. Griffiths, jetzt die Riesenchance. Nee. Bungert passt auf. Kerk. Wieder nix. Aber er kriegt die nächste Chance. Und noch eine Chance. Griffiths direkt. Aber noch mal einen genauen Blick. Ah, doch. Doch, der rechte Fuß war im Abseits. Ja oder nein? Das war richtig. Prosinski kommt bei Mainz. Für Bruno. Ist ja auch so ein Talent, was immer gern gekauft wird. Massimo Bruno. Hat sich, ich glaube, Leipzig hatte sich den auch geholt. Aber hat sich da nicht durchgesetzt. Ist jetzt zurück in Belgien. Gutes Teamplay hier von Demirbay und Gießen. Erobern den Ball zurück, aber Kerk mit diesem Fehlpass. Macht nichts. Alle spielen mit. Günther, Kerk, jetzt nochmal über die Außen. Komm. Er lässt nicht locker. Das muss man ihm lassen. Aber er verlässt so oft. Henrique muss eigentlich raus. Ja. Vielleicht kommt Kerk auf der anderen Seite besser klar. Leistner jetzt rechter Verteidiger. Grätsch daneben. Stark. Oh, das gut, dass der im Abseits war. Das oder war bin ich mir nicht sicher. Zu entscheiden, ob das ich glaube, das war kein Abseits. Pedro Henrique kriegt seine Pause. Keiner greift an. Was ist da los? Günther sehr offensiv. Fehlt jetzt natürlich... Demirbay. Nielsen. Demirbay. Córdoba. Muto setzt sich da durch. Jetzt nicht noch das Tor. Gut, dass Chabot da hinten drin steht. Nächster Konter. Aber Mainz rückt nicht mit allen Kräften auf. Griffiths mit der Riesenchance zum... Nee. 4-1 wollte ich schon sagen. Ah, Nielsen ist stärker auf der linken Seite. Wird gefoult. Das gibt wieder gelb. Und bringt ein bisschen Zeit. Noch 7 Minuten zu spielen. Leider geklärt, aber Nielsen mit der Nachschusschance. Michalczuk setzt sich durch. Spielt Nielsen an. Nielsen. Leider kommt Lössl raus.
Griffiths. Warum spielst du nicht ab? Günther nochmal. Auch Günther verliert den Ball. Jetzt Überzahl vorn und dann solch ein Pass. Nochmal die Chance für Griffiths? Nein. Aber wir bleiben in der Mainzer Hälfte. Griffiths nochmal mit der Riesenchance. Mach es! Ja! 4-1. Leigh Griffiths, 35. Tor. Das ist die endgültige Entscheidung. Aber das Spiel war vorher schon zur ersten Halbzeit entschieden. Darauf haben die Fans doch gewartet. Auf so ein schönes Tor. Und jetzt hat schönes Tor. Das war es. 4-1 Sieg. Bleiben weiterhin Tabellenführer. Verdienter Sieg. Ja. Wie sieht's aus? Dortmund hat gewonnen. Bayern auch. Also bleibt es weiterhin vorne spannend. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann. Hier ein Sieg, Demirbay, bester Mann auf dem Platz. Statistiken zum Spiel. 10 Chancen, 4 davon drin. Bei 6 aufs Tor. War schon mal besser, Griffiths. 6 Punkte Vorsprung, weiterhin. Können wir mal gucken, was die anderen Stürmer so treiben. Zu den 35 Toren kommen natürlich auch noch 18 Vorlagen. Das ist eine Menge. Torschützenkönig wird er dieses Jahr auf jeden Fall. Aber knackt er noch die 40? Wir haben noch genug Spiele zu spielen. Doch, aber ich würde sagen, wenn er sich nicht verletzt, schafft Griffiths das. Die riskante Ansprache war erfolgreich. Der Mannschaft der Woche, Demirbay, Griffiths und Michanchuk. Und Schul fällt noch 8 Tage aus. Ist also zu Manchester City wieder fit. Gucken wir uns die Mannschaft mal an. Leistner könnte eine Pause vertragen im nächsten Spiel, aber die erholen sich jetzt ja in der Woche. Einige Spieler in guter Form. Für das Spiel gegen Köln auswärts. Hinspiel wurde 5-0 gewonnen. Mal schauen, wie es da aussieht.